Wir machen nochmal die 80 Player Picks, aber diesmal erstmal 5 Stück und danach gehen wir rein und öffnen einfach mal noch ein paar Packs. Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, ich bin Thomas. Wir haben wieder ein neues YouTube-Video hier auf unserem Kanal gemacht. Ab geht die Post, meine Freunde. Danach öffnen wir dann natürlich noch ein paar Packs, sollte ja klar sein, hatte ich ja im letzten Video schon gesagt, dass wir jetzt immer so ein bisschen hin und her switchen. Nehmen wir auch mal mit den Dani Olmo zwischen Player Picks und ganz normale Packs, ne? Das sieht erstmal wieder totaler Müll aus, als wenn wir jetzt hier wirklich nichts kriegen. So richtig auch nicht. Ja, komm, gib mir alle Duplikate hier am besten. Mann, das geht ja wieder richtig gut los. Aber ich glaube, beim letzten Mal war es genauso, ne? Ich glaube, da war es genauso. Und dann, wo ich das zweite Mal die Player-Picks gemacht habe, da kam dann was Besseres, ne? Oh, schauen wir mal nach, was wir hier noch für geile Packs haben. Ja, das sind erstmal die ganzen kleinen. Oh, hier ist schon 85er, 81, 82, 83, 84, 83, 3, 84, 5. Hatte ich ja im letzten Video gesagt, hier kommen die ganzen 84,5. Das müssen auch so ungefähr 6 oder 7 Stück sein. Ich weiß nicht, was da hinten noch kommt. Wir starten einfach mal, meine Freunde. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Vielen Dank dafür schon mal im Voraus. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich gerne den Kanal abonnieren. Und wir ziehen im ersten Pack. Was hier? Ja, weil es so ein kleines Pack, ja. Da kann man sich schon über so ein 82er freuen. Das ist schon okay. Aber ich brauche ja noch so ein paar Non-Rare-Spieler, ne? Weil wir wollen ja noch ein paar Player-Packs machen. Kommt aber noch. Wir haben schon wieder 58 Packs. War das nicht letztes Mal auch? Ne, 68 hatten wir da, ne? Wo wieder 58 Packs? Ja, die neue Saison hat ja angefangen. Man braucht ja da einfach nur ein bisschen spielen und dann kriegt man ja schon wieder geile Packs, ne? Apropos neue Saison. Ich glaube, ich habe da ja so ja noch irgendwie... Lass mal schnell gucken hier. Ich glaube, da ist so ja so noch so ein Player-Pack drin, ne? So ein 82er oder sowas. Ich weiß es ja auch nicht. Oder der 80er? Irgendwas hatte ich doch noch da drin. 80. Ja, dann nehmen wir die natürlich jetzt gleich mit. Ja, come on. Nehmen wir gleich mit. Und ja, Kolo. Okay, der 84er bin ich schon immer völlig zufrieden. Also klar freut man sich, wenn man natürlich was High-Rated drin hat, aber 84 auch okay. Prime Electrum, tauschbar. Eigentlich, wie gesagt, sind wir ja immer noch auf der Suche nach Haaland, ne? Team of the Week, aber irgendwie. Irgendwie scheint es nicht zu klappen. Frau Torres, auch gut. 81, ja. Drinnen vor allem brauche ich gar nicht verkaufen. Ich brauche so oder so 83er und 82er. Ich habe ja nichts. Ich habe ja wirklich, ich habe wirklich ja nichts mehr im Verein. Habt ihr eigentlich die 80er Player Picks gemacht, meine Freunde? Habt ihr einen richtig geilen Spieler, ja? Also ich sag mal so 89, 90, irgendwas richtig cooles, ne? Ja, okay, gut, 80er. Schreibt es mir mal bitte in die Kommentare. Hatte ich jetzt schon, ja, Ederson hatte ich mal irgendwie gezogen, ja. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, war jetzt nicht besonders dabei. So, jetzt 85, glaube ich, ne? Jetzt knallt er zum ersten Mal, meine Freunde. 85 mal 2, let's go. Das war jetzt aber ein Walkout, eindeutig. Eindeutig. Wir ziehen ja erstmal Marquinhos. Aber Walkout. Guck an, guck an. So was gibt es auch noch. Ne, ich ziehe eigentlich immer, wenn ich so ein Pack-Opening mache. Ederson. Wenn ich immer so ein Pack-Opening mache, habe ich eigentlich immer irgendwie Double Walkouts bei. Also mindestens 2 Stück oder so, ne? Beide ist gut, kann ich auch beide sehr gut gebrauchen. Wie gesagt, immer noch bei der SPC von Terry Henry mit bei. Ja, jede Spieler. So, ich habe noch eh 89er irgendwie da drin im Verein oder so und dann geht das schon ganz schnell runter. Also ich spreche jetzt hier von den normalen Goldspielern, ne? Von die anderen halt natürlich, von die Special Cards halt natürlich eine etliche. Aber ich will immer keinen abgeben. Das ist es ja. Ich will keinen abgeben. Mittlerweile habe ich ja auch, glaube ich, schon 5 oder 6 Teams gebaut. Die spiele ich dann immer so ab und zu ein bisschen in Rivals. Immer mal so ein bisschen hin und her switchen. Ja, Jorginho, sauber, nehmen wir auch mit. Ja, immer mal so ein bisschen hin und her switchen. Ich spiele halt eigentlich nicht immer hauptsächlich mit meinem Main-Team. Und erstaunlicherweise bin ich jetzt gerade wieder, also wie gesagt, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, Liga 2 spiele ich. Vor der Saison. Jetzt bin ich gerade wieder kurz vorm Aufstieg. Also sollte eigentlich auch kein Problem sein. Und das alles mit meinen ganz normalen Teams. Ich habe auch mit meinem Evo-Team gespielt und kommt trotzdem gut klar. Mit meinem schlechten Evo-Team, ne? Nee, mein Evo-Team ist eigentlich schon ziemlich nice, ne? Da kann ich übrigens dann auch meine Future Stars-Spieler jetzt mal drin packen, ne? Weil die habe ich ja aufgelevelt von der Evolution her. Müssen wir mal gucken. Das, irgendwann müssen wir mal hier wieder jetzt ein Evo-Video machen, dass wir da auch wieder weitermachen. Jetzt schon. Weiß ich gar nicht. Ein paar Mal gespielt, aber ihr lasst mich vielleicht jetzt 3, 4 Spiele dabei gemacht haben mit dem Evo-Team. Come on, okay. Da müssen wir auf jeden Fall weitermachen. Und Star Hund, okay, okay, okay. Hatte ich nicht gerade einen
81er Pack oder ein 82er? Was war denn gerade? Klar, 81er und 285er drin gehabt. Okay. Okay. Warte, das ist nur Stadt. Können wir doch wegdrücken hier. Das war doch nichts, oder? Fort. Wer ist sofort? Wie viel habe ich denn davon? 10 Stück von die Dinger? Bestimmt, oder? Wisst ihr, was ich schon lange nicht mehr gezogen habe? Ein Icon. Ich habe schon ewig keine Icon mehr gezogen. Muss ich wirklich sagen. Ah, Gabriel, 84. Oh, okay. Und ich muss noch mal immer 84, sauber. Und ich muss auch irgendwann noch mal Weekend League spielen mit einem reinen Goldteam. Das habe ich eigentlich letztes Jahr auch gemacht. Das müsste man eigentlich auch noch mal machen. Weil ein Bronze-Team habe ich auch schon gespielt, ne? Letztes Jahr mit dem Bronze-Team gespielt, Alter. In der Weekend League. Und tatsächlich habe ich mit dem Bronze-Team 5 Siege geholt, meine Freunde. Ich glaube, 5 waren die gewesen. Waren das der Benzema? Habe ich zu schnell weggedrückt, ne? War das Benze? Nee, Carvajal. Das sah so aus, ja. Fertig. Ich habe gar nicht so richtig aufgepasst hier. Mann, wie viele sind denn da noch? Ach so, ehnt noch. Nicht der Rede wert. Nicht der Rede wert. Oh ja, und da kommen schon gleich die 84er, meine Freunde. Kommen gleich die 84er. Da kommen die ganzen Walkouts. Da kommen denn die ganzen Walkouts. Hoffentlich. Hoffentlich. Sind jetzt erstmal Stones, ne? Jo. Ja, okay. Das ist immer das Gute, wenn man immer keine Spieler mehr im Verein hat, ja, dann ist das immer... Ich wollte gerade sagen, das ist immer schön, dann hat man keine Duplikate, ne? Aber wir haben jetzt mal Stones als Duplikat. Wollen wir doch eigentlich jetzt mal die nächsten Player-Picks machen, meine Freunde. Und eventuell mal ein Team aus dem Weekend. 85er Spieler, jo, passt doch heute, oder? Jo. Wir wollen nämlich gleich Stones hier hinhauen, das ist sehr schön. So, meine Freunde, die nächsten Player-Picks sind vorbereitet. Und Team of the Week, meine Freunde, Woche 22. Natürlich noch auf der Jagd nach Haaland. Oder Vinny. Mal gucken, ob es jetzt erstmal besser wird hier. Sieht erstmal ganz danach aus. Wir starten mit Brand, 84, okay. Okay, das ist Müll, Raphael. Na komm. Okay. Was ist denn jetzt hier mit den Future Stars und so, ne? Passiert hier nichts? Warum kriegen hier keinen? Warum kriegen wir sowas nicht? Okay. Letzte 80. Oh, das war aber schlecht. Stark gestartet? Naja, was heißt schlecht, ne? Also das sind ja 80er Player Picks und ich kann froh sein, dass ich da keinen 80er drin habe. Team of the Week, meine Freunde. Jetzt aber. Oh, oh. Ja, 88er. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Noch 45 Stücke, das ist sehr schön. Ja. Wie gesagt, ich brauche noch jetzt wieder viele Non-Rare-Spieler, also stört das auch nicht, wenn ich davon jetzt ein paar ziehe. Erstmal alle drinnen vereinen. Können wir erstmal die kleinen Dinger, können wir erstmal gleich wegdrücken hier. Was haben wir denn jetzt hier noch? 82er Packs, ne? Ja, 82. Oh, hier kommt 83er, dann geht's schon los mit die 84er, meine Freunde. Geht gleich los hier. Es geht gleich los. Gleich kommen die Walkouts. Von ganz alleine kommen die. Let's go. Come on. Hm. Nehmen wir erstmal mit. Gulasi. Was war? 84 Gulasi, ne? Logo. Ja. Joa. Joa. Also, der richtige Banger war noch nicht bei gewesen, ne? Oder? Doch. Klar, Walkout habe ich da schon gehabt, ne? Klar. Den Banger hatte ich schon. Ja, Morata. 83. Wichtig ist erstmal keine Duplikate ziehen. Ne? Zumindest keine High-Rated-Duplikate. Weil ich würde, weiß ja nicht, ob ich die nächste SBC von Henri fertig machen könnte, müsste, würde, weiß ich gar nicht. 83 mal 2, jetzt kommt es. Walkout. Ich überlege gerade, ob ich den im Verein habe. Habe ich den noch mit drin? Nee, ne? Mann! Na gut, gehen wir mal gucken, wa? Ruhm Dias. Bringen wir mal rüber. Gehen wir mal gucken, ob wir hier was von Henri machen können. So, dann haben wir noch ein 88, ja, was wir noch fertig machen müssen, meine Freunde. Und dann haben wir Terry Henri fertig. Sehr schön. Oh nein, ich habe Ruhm Dias wieder rausgenommen, ich Idiot. Nein, ich habe Ruhm wieder rausgenommen. Stimmt ja, ich habe ja nochmal durchgetauscht. Und habe gar nicht dran gedacht, dass... Ach Mann, dann müssen wir jetzt nochmal irgendwas machen. Ja, wie gesagt, Dummheit muss bestraft werden. Ruhm Dias vergessen drin zu hauen. Aber nicht so schlimm. Dafür habe ich ihn jetzt hier drin gehauen. 1 von 3, 85 plus. Kommt euch natürlich nur zugute.
Muss ich natürlich gleich noch was abschließen. Habe ich jetzt glaube ich auch gleich zweimal gemacht. Wir gehen einfach mal rein, meine Freunde. 85 plus. Ja, das war schon mal Müll. Der nächste. Dafür habe ich ein 84er Team abgeben, ja. 84er Team habe ich dafür abgeben, ja. Nehmen natürlich den Inform mit. Müsste auch eigentlich gleich die 84 mal 5 kommen, ne? Ja. 84er erstmal und dann 84 mal 5. Let's go. Ja. Tauschbar. Ich glaube, das war sogar tauschbar, meine Freunde. Sehr nice. Double Walkout? War das nicht so ein komisches Kackpack? Okay, ja, gut ist. Ah, und natürlich mit 84 Tempo ist das natürlich krass, ne? 84 Tempo ist schon nice, ne? Boah, der ist ja nicht mehr. 14. Seltener Goldprofi, 84 plus. Oh, wir bloß 84, ey, oder? Manchmal ist er doch wirklich nervig, ja. Kann man nicht ändern. Martha. So mit was? 64 Tempo? Tatsache. Ah. Wie viel haben wir noch von? Drei Stück oder vier, ne? Vier noch. Okay. Let's go. Come on, Walkout. Little by little. 86. Nehmen wir natürlich gerne mit. Nächster. 84 plus. Wenn es denn mal startet. Habe ich das ja nicht gesehen. Lass uns mal überraschen. Das ist eine Frau, ne? Willst du das? Wie oft habe ich die denn jetzt schon gezogen? Mein Gott. 80 mal 10. Jetzt. Auch nicht. Aber Walkout. Zumindest würde ich das jetzt mal so behaupten oder unterschreiben, dass das jetzt ein Walkout ist, ne? Rodri, 89. Ja. Okay. Und ansonsten dünn und dann wartet. Was ist denn das? Für ein Kackpack. Davon brauchen wir noch ein paar jetzt. Von so einer hohen. 83 mal 3. Come on. High rated bitte. Walkout. Marquinhos mal wieder. Double Walkout. So habe ich mir das vorgestellt, meine Freunde. Katoto 88, jawohl. So habe ich mir das vorgestellt. Und dahinter nochmal ein 85. 83, Orban, okay. Nächster. Walkout. Sehr schön. Saka oder... Wie heißt die andere? Miet? Nee, Saka haben wir jetzt rum, ja. Okay, 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 okay. Ja, immer gib mir die High-Rated hier. Die brauche ich alle. Ach, der Rest war wieder nur Müll. Oh, zwei Stück haben wir davon noch. Zwei Stück noch. Come on, come on, come on. Gut, war wieder nicht zu sehen. Was für ein Kackfake, Alter. 83 mal 3. Jetzt einfach mal reinkrachen lassen, oder? Come on. So wie das andere vorhin. Ziehen wir hier einfach mal Ramsdale, Alter. Ramsdale. Ich würde sagen, wir machen gleich noch einen drauf. Machen wir ja so oder so, oder? Inform. Union. Ja, nehmen wir gerne mit. 87. Völlig in Ordnung, oder? Dahinter noch Laporte, Thiago, okay, 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 geht natürlich auch besser. Nächste 84 mal 5. Come on, immer lass krachen hier, lass krachen. Lawrence. Könnte man auch mal spielen, ja. Lawrence. So, die letzten Player Picks, diesmal nur natürlich nur 3, aber davon ist einer Team of the Week. Let's go. Ich habe nämlich keine Spieler mehr vereint. Auch keine Non-Rare-Spieler mehr, also nur noch 5 Stück oder so. Ja, ich hätte jetzt noch einen, hätte ich jetzt noch machen können, aber ach, scheiß drauf. Okay, das war schon mal Schrott. Aber ich hoffe, jetzt kracht das nochmal. Come on, Vinny? Ja, nee, auch nicht. Im Harkos, Mann, na gut, ist okay. 87er, auch nicht so verkehrt. So, Prime Elektrum, na los. Das war nichts, können wir gleich wegdrücken. Die Mischte können wir eigentlich auch gleich wegdrücken.
Da ist so ein schöner Bronzespieler immer drin. So, dann kommen jetzt nochmal 84x5 oder was? Ja. Jo. Boah, wie viel habe ich denn davon, Alter? Stimmt, die halt irgendwann mal vor 2 Wochen schon gemacht, ne? Goldpack hier hinten noch. Ach hier, die Mittelfeld-Dinger muss ich auch noch abholen, ja. Future Star Mittelfeld. Ja. Stimmt, ja, die muss ich auch noch machen. Ah. Ja, wenn man so viele Packs im Verein hat, ja, dann weiß man immer ja nicht, was da hinten ist. 84x5, na komm on, Walkout. Ja, auch mal, high-rated bitte. Alles bitte high-rated nur noch. Ja, jetzt ein bisschen höher noch. Naja, Irene, 88, okay, das ist in Ordnung. Nächste, 84x5, komm on. Kein Walkout, meine Freunde. Einfach nur lauter 84er. Lauter 84er. Gibt's doch ja nicht. Soll auch vorkommen. Hä? Das ist doch ja nicht weggegangen, das Zeichen diesmal. Ich freue mich auch, wenn ich Granate gezogen habe, ja, aber das ist doch ja nicht weggegangen. Hä? Ich sage, man sieht da überhaupt gar nicht durch. Ja, schön, Duplikat. Ja, schön. Haben wir fertig gemacht. Meine Freunde, wir haben fertig. Teriori abgeschlossen. Sehr schön. Den werde ich auf jeden Fall mal öfter mal spielen, würde ich sagen. Wie gesagt, ich habe den jetzt einfach nur gemacht, so zwischendurch, weil ich den haben wollte. So, letztes Jahr hatte ich den auch mal irgendwie abgeschlossen. Aber auch ganz selten mit dem gespielt. Also das ist jetzt kein Spieler, den ich jetzt unbedingt spielen muss. Ne? Bin eigentlich mit meinem T-West ganz zufrieden. Also völlig in Ordnung. Schnell mal ein Prime aufgemacht hier. Nächste 84er, meine Freunde. Let's go. Ich würde sagen, war kein Walkout. Würde ich einfach so unterschreiben. Nö. Nö. Alles 84er denn? Ich hab da so viele Duplikate, ey. Mein Gott. Gut, meine Freunde, wir wollen natürlich nicht alle Picks wegziehen. Hatte ich ja im letzten Video schon gesagt. Die anderen Picks kommen dann im Laufe der Woche. Wicked League müssen wir natürlich auch noch spielen. Das Video kommt auch noch. Bis zum nächsten Mal.